Dieser Typ hat vor über 2000 Jahren bewiesen, dass unsere Erde rund ist. Und alles, was er dafür brauchte, war ein Stück Holz. Ich erzähle aktuell jede Woche eine Story aus meinem Buch, damit du es dir nicht kaufen musst. Nein, Spaß, bitte kauf's dir. Mein Baby hat Durchfall und Windeln sind teuer. Der Bibliotheksleiter in Alexandria, Eratosthenes, bemerkte, dass am Tag der Sommersonnenwende in einem Brunnen in Ägypten kein Schatten am Boden zu sehen war. Das bedeutet, dass die Sonne an diesem Tag im perfekten rechten Winkel zu diesem Ort stehen muss. Diese Chance nutzte er, um zu beweisen, dass die Erde rund ist. Denn wenn er nun einen Holzpfahl in Alexandria aufstellte und dieser am selben Tag zur selben Uhrzeit einen Schatten warf, dann konnte er nicht nur beweisen, dass die Erde rund ist, er konnte sogar ausrechnen, was für einen Umfang sie hat. Und genau das tat er. Und siehe da, der Pfahl in Alexandria warf einen Schatten und er maß den Winkel auf 7,2 Grad. Nun bestimmte er noch die Entfernung zwischen den beiden Orten und berechnete den Umfang unserer Erde auf ungefähr 40.250 Kilometer, was dem wahren Wert auf 1% nahe kam. Für mehr solcher Mindblowing Stories kauft ihr mein Buch, Link in der Bio.